Mit dem wunderschönen Stück Klezmermusik möchten wir euch willkommen heißen zu unserem Gottesdienst. Ein besonderer Gottesdienst. Vom Punk zum Prediger hat exakt vor einer Woche den Sonntagsblick getitelt in einem doppelseitigen Artikel über unseren heutigen Gast, den Beat Schlatter. Wo schüsst in diesen Tagen seinen 60. Geburtstag gefeiert hat. Über dem Beat Schlatter machen sich quasi gewaltig viele Bögen auf. Von Welten, die man auf den ersten Blick gar nicht recht zusammenbringt. Der Comedian, eben ein ehemaliger Punk, und der Bühne bis hin zum Predigtdienst. Aber vielleicht haben die vielen Welten ja irgendwie Gemeinsamkeiten. Wir werden es sehen. Denn über das Leben als Schauspieler, über Rollen und Rampenlicht, über Leidenschaft für Postkarten und den heiligen Antonius und den Herrgott, halt über das ganz normale Leben, so schambar breite Leben, mit Sehnsucht, Ängst und Hoffnungen, darf ich mit dir, lieber Beat Schlatter, heute ins Gespräch kommen. Chile sind dir, wenn man im Blick glauben darf, nicht ganz fremd, eben Punk und Prediger. Und als gebürtiger Zürcher Zwingli-Protestant hast du, zu meiner vollkommenen Verblüffung, einen ausgeprägten Hang zur katholischen Mystik und der heiligen Verehrung. Du spielst für uns heute eine Rolle, indem du eben nicht eine besondere Rolle spielst, sondern du selber bist, als Mensch mit ganz vielen und breiten Erfahrungen. Ich freue mich auf unser Gespräch über Gott und die Welt. Und weil der Gott für uns alle irgendwie und irgendwann eine Rolle spielt im Leben, in dem manchmal so turbulenten und gegensätzlichen Leben, wo wir alle kennen, sind wir ja da und hoffen auf das, was auch jede Comedy will, auf ein Herz, das immer noch lachen kann, auch über sich selber, und das trotz allen Widersprüchen den Mut nicht aufgibt. Dieser Hoffnung auf einen Gott, der vermutlich auch über uns hier und da muss schmunzeln, möchten wir uns jetzt auftun im Zeichen von unserem Heil. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gnade, Friede und die Hoffnung auf Jesus Christus sei mit euch. Und so möchten wir uns besinnen. Geheimnisvoller Gott, wir leben etwa die so, als ob das Glück selbstverständlich ist. Die Pandemiezeit zeigt uns, dass aber genau das nicht der Fall ist. Man spürt selten, was Glück ist, man weiß aber, was Glück war, wenn es nicht mehr da ist. Schenk uns ein Herz, das immer noch glücklich sein kann, trotz der schwierigen Bedingungen. Herr, erbarme dich. Wir streben nach Erfolg und Schönheit und wollen immer wieder nach den Sternen greifen. Wie hat die Zufriedenheit im Leben ganz einfache Namen und alltägliche Formen? Wie es daheim haben, angenommen sein, kleine Freuden mit besonderen Menschen teilen. Lass unser Herz nicht nur mit Wünschen, sondern auch mit Dankbarkeit gefüllt sein. Und so rufen wir: Christus, erbarme dich. Nichts in der Welt wird uns jemals ganz und gar für immer erfüllen. Gib uns den guten Blick für das, was hinter der Sehnsucht steckt. Gott, lass uns unruhig bleiben und die Suche und erahnen unter der Oberfläche vom Leben. Und so rufen wir: Herr, erbarme dich. Und der gütige Gott, er schenke uns sein Erbarmen.
Errichte uns auf und führe uns auf die Pfade des Lebens, der Zufriedenheit und der Dankbarkeit zurück. Er, der Dreieinige, der Geheimnisvolle, der ewige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Vom Glück hören wir jetzt auch einen Bibeltext aus dem Matthäus-Evangelium, kommt aus der Seligpreisungen. Ich weiß nicht, ob Sie das wissen, das Wort selig, wie es die Bibel sagt, ist nicht irgendwie ein verklärter Blick nach oben, sondern Seligkeit meint das, was wir unter Glück, glücklich sein verstehen. So haben wir das Wort selig in dieser Übersetzung einfach mit Glück ersetzt. Und sofort kommt der Text ganz reale Nähe über. Lesung aus dem Matthäus-Evangelium. Als Jesus die Menschenmenge sah, stieg er auf einen Berg. Er setzte sich und seine Jünger versammelten sich um ihn. Dann begann er, sie mit den folgenden Worten zu lehren: Glücklich sind, die erkennen, wie arm sie vor Gott sind, denn ihnen gehört sein himmlisches Reich. Glücklich sind, die auf Erden bedacht sind, denn sie werden die ganze Welt besitzen. Glücklich sind, die Barmherzigkeit üben, denn sie werden Barmherzigkeit erfahren. Glücklich sind, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott sehen. Glücklich sind, die Frieden stiften, denn Gott wird sie seine Kinder nennen. Glücklich sind, die verfolgt werden, weil sie nach Gottes Willen leben, denn ihnen gehört sein himmlisches Reich. Wort des lebendigen Gottes. Liebe Zuschauerinnen daheim, Zuschauer vom Computer oder dahin im Saal, liebe Gottesdienstgemeinschaft hier in der Kirche. Das Leben
ist sehr vielseitig. Aber zur Zeit sind vermutlich genau Menschen wie der Beat Schlatter, die ihr Leben auf der Bühne verbringen, besonders gefordert, weil sie keine Arbeit haben. Darum, lieber Beat Schlatter, ich fange an mit einer Frage, die ich gar nicht will, sarkastisch meine. Ich frage dich, kannst du eigentlich noch deine Rechnungen zahlen? Ich meine, Kulturschaffende, die haben es ja schampar schwierig. Oder wie ist es bei dir? Dankeschön. Also guten Morgen zum ersten Mal. Ja, das ist ja so. Ich lebe wie wahrscheinlich die meisten Kulturschaffenden im Moment von Ersparten. Also wenn ich mal 70 werde, dann kommt Corona nochmal auf mich zu. Ja, weil ich die meisten Künstler haben keine Pensionskassen, oder? Die sparen, oder? Dass sie, wenn sie älter werden, dann einfach von ihrem Sparten nachher leben können. Und ich gehöre auch zu denen, die jetzt halt das Ersparten schon ums Frühere anbrauchen. Trotzdem, du bist da und ich freue mich riesig. Bist du schon mal im Appenzellerland gewesen? Ja, selbstverständlich. Also den ersten Bezug zum Appenzellerland hatte ich im 91, glaube ich, als es ums Frauenstimmrecht gegangen ist. Ich bin immer mit sehr starken und emanzipierten Frauen zusammen gewesen. Und ich habe mich dort natürlich auch müssen äußern dazu. Und ich habe dann den Zürcher gesagt, sie sollen die Appenzellerkäse boykottieren, wenn das Frauenstimmrecht nicht angenommen wird im Appenzell. Das war meine erste Beziehung und nachher über den Biberflatten, der hier in Appenzell stattgefunden hat, das war ein Kulturfestival, das Simon Enzler organisiert hat und wir hatten dort dann eine Narrenloge. Wir waren dann 12 Leute aus verschiedenen Kantonen und wir hatten immer den Auftrag gehabt, einmal im Jahr den anderen etwas zu zeigen, was man sonst in diesem Kanton nicht würde als Aussenstehender sehen. Und uns hat es 12 Jahre gegeben und durch das habe ich dann über Simon Enzel einen Haufen Sachen im Appenzell kennengelernt, die man jetzt sonst als Zürcher nicht würde kennenlernen. Spannend. Es hat ja noch mal so ein bisschen Verwandtschaft mit dem Appenzellerland, also dein Leben hat noch mal ein bisschen Verwandtschaft mit dem Appenzellerland, mit der Frau Emma Kunz, aber da können wir dann nachher noch drauf sprechen. Du sammelst gerne Postkarten, wie man da auf dem Bild sieht. Und ich meine noch so richtige Postkarten, die man früher noch vom Schulreisli am Grossmami oder am Gotti geschickt hat. Und du hast eben sogar ein Buch rausgegeben über Postkarten, das ist eine Sammlung von dir. Wie kommt es zu dieser Liebe zu Ansichtskarten? Ist da vielleicht nicht auch die Liebe in deiner Schulzeit zu einer Angelika ein ausschlaggebender Grund gewesen? Ich glaube, es hat mehr damit zu tun, dass ich auf Postkarten sehr gerne habe, weil eine Postkarte ist ein Stimmungsträger, ein Emotionsträger. Also wenn man Postkarten anschaut, geht es einem ähnlich, wie wenn man ein Musikstück hört, man wird da etwas erinnert. Und der andere Grund ist sicher auch, ich hatte eine sehr grosse Postkartensammlung, die einfach in Schachteln da vor sich hingerottet hat. Und ja, wenn man etwas einfach in einer Schachtel hat, dann passiert nichts mit einem. Aber wenn man die Postkarte vornimmt und anschaut, passiert wieder etwas mit einem. Und es kommt mir da jetzt gerade etwas Lustiges in den Sinn, im Zusammenhang, als ich das Buch zusammengestellt habe. Das war ein Prozess von etwa 2-3 Jahren. Ist in dieser Zeit mein Vater verstorben und als ich dann den Nachlass von ihm aufgeräumt habe, habe ich auch eine Kiste gefunden bei ihm daheim, wo ich gesehen habe, dass er auch Postkarten gesammelt hat. Und da haben mich natürlich die Postkarten interessiert, die ich mich als Kind aus dem Ferienlager heimgeschickt habe. Und dann habe ich dort eine Karte gesehen, wo die Anschrift war, liebes Mami, lieber Papi, lieber Hans. Hä, wer ist der Hans? Und dann auf der nächsten Postkarte wieder, liebes Mami, lieber Papi, lieber Hans. Hä, wer ist der Hans? Wir haben ja gar keinen Hans in der Familie gehabt und Haustier hat auch nicht Hans geheißen. Und da habe ich dann später meinen Bruder gefragt, als ich mal mit ihm zu Mittag gegessen habe, gesagt, du sag mal, weißt du etwas von dem Hans? Und er sagte, ja, weißt du, das war so gewesen. Wir haben als Kind einmal so ein Kindertelefon bekommen, von Zimmer zu Zimmer. Und da haben wir mit dem Büro gespielt miteinander. Ich war der Fritz und er sagte Hans. Und da haben wir mit telefoniert und so, Sali Hans, los, kannst du mir schnell überschicken, da die Bilanz von gestern. Und ich habe da wie nicht mehr aufgehört, ihm Hans zu sagen. Das sagt dann über das Spiel ausgegangen. Und die Eltern haben sich geärgert, wie verrückt, weil er heisst ja Martin und das sagt so einen schönen Namen. Und ich soll aufhören, dem immer Hans zu sagen. Und so ist das gewesen.
Alles hat seine Geschichte. Aber generell lebst du gern aus und in Erinnerungen? Ja, das gehört zu meinem Beruf, Erinnerungen zu sammeln, Emotionen zu sammeln. Wenn man als Schauspieler muss, Trauer spielen zum Beispiel, das ist eine ganz unterschiedliche Trauer, zum Beispiel, wenn der FCZ verliert oder wenn jemand stirbt. Das sind zwei komplett verschiedene Emotionen. Und das heisst, Erinnerungen sammeln, und das gilt für alle, sei es für Glück. Es gibt ganz viele verschiedene Glücke. Und diese Erinnerungen sammeln und können in dem Moment, wo man sie braucht, also wenn sie den Rollentext verlangt, können abzurufen, das gehört zu meinem Beruf. Wenn wir so in deine Geschichte zurückgehen, dann liest man auch, dass du so in damals namhaften Punk-Bands gespielt hast. Was ist aus dieser Zeit geblieben? Was hat der Beat Schlatter mitgenommen in seine Gegenwart, die er heute lebt, aus dieser Zeit? Ja, zum Beispiel das Randgruppe, also wir sind dort die allerersten Punk gsi, was gehört in der Schweiz, dass wir als Randgruppe auch eine Stimme haben oder auch eben, dass wir haben uns, ich sage jetzt mal, für die Benachteiligten eingesetzt. Es ist dort, das Zürcher Opernhaus hat Millionen von Subventionen bekommen, aber Subkultur keine oder praktisch keine. Und wir haben uns dort eingesetzt, dass wir nachher den Proberäum überkommen und so weiter. Und das hat dann zu dem geführt, dass ich rede jetzt von den 80er Jahren, wo Künstler jetzt aus meiner Generation, wie der Stefan Eichel zum Beispiel oder Yellow, Dieter Meyer oder Pippi Lotti ist ein gutes Beispiel, auch in der Roten Fabrik, wo wir dafür gekämpft haben, dass dort Übungsräume sind, ein- und aus sind. Und Pippi Lotti ist ein gutes Beispiel. Ich erwähne es, der Rote Platz in St. Gallen ist für ihr, und sie ist inzwischen ein Weltstar geworden. Und das wäre alles wahrscheinlich nicht möglich gewesen, oder, wenn wir nicht rechtzeitig Proberäume gehabt hätten und Atelier. Also Punk als Subkultur und eben der Blick, der titelt ja vom Punk, das ist übrigens in jungen Jahren der Beat Schlatter, in der Zeit, wo er in dieser Band war. Vom Punk zum Prediger, wie man hat können lesen letzte Woche. Ist in dem Prediger Beat immer noch so ein Spürli-Punk? Im Prediger Beat immer noch so ein Spürli-Punk? Ja, also wenn man jetzt, ich sage jetzt mal, einen Vergleich sucht zwischen dem Punk und einem Pfarrer, ja, im weitesten Sinn, finde ich, gehört dem Pfarrer auch zur Unterhaltungsbranche. Er muss auch schauen am Sonntagmorgen. Und je besser er ist, je besser er die Leute erreicht. Und als Punk hat man auch eine Botschaft gehabt. Und ein Pfarrer muss auch eine Botschaft haben. Ein Pfarrer muss auch Emotionen können überbringen. Und da gibt es tatsächlich, finde ich, gibt es Parallelen. Ja, vielleicht ist ja Punk und Pfarrer oder Seelsorger, beide sind ja ein wenig verrückt von der Normalität. Also das Wort verrückt heisst ja nicht nur irgendwie durchgeknallt, sondern verrückt von der Normalität, um eben die Normalität ein bisschen anders zu sehen. Da gibt es sicher spannende Parallelen. Du bist reformiert, wie man kann lesen und was du mir erzählt hast, aber scheinbar hast du zum heiligen Antonius und zum Pater Pio noch so einen ganz guten Draht, zumindest sicher besser als ich. Der Antonius meint zu mir, es ist nicht so gut wie mit dir, wie ich gehört habe. Und über das hast du auch mit Mona Fetsch geredet, in der Sendereihe Reporter, das ist kürzlich ausgestrahlt worden. Auch Seelsorgerinnen, Seelsorger, Pfarrer, geweihte Menschen haben auf dich irgendwie eine Anziehung, obwohl du reformiert bist. Woher kommt denn da? Also, zum Antonius kann ich sagen, ich habe ihn kennengelernt in Lissabon. Ich hatte dort Dreharbeiten gehabt und dann bin ich am Freitag bin ich dort in der Kirche mit einer Frau, die Katholikin ist, und die ist dort im Keller runter und hat plötzlich unten aufgerufen: Leck, das ist ja ein wahnsinniger Fanshop von dem Antonius, das ist ja unglaublich. Und bin ich dort runter schauen und sie hat mir dann erklärt, was der Antonius ist und was für eine Kraft er hat. Und da habe ich gedacht, als Reformierter kann ich das ja auch mal ausprobieren. Es steht ja nie nicht nur für Katholiken. Also, ja. Und dann ist ja tatsächlich, also der hat Wunder gewirkt, was da wieder vorgekommen ist. Und also ich kann nur sagen, ich habe auch gelernt von den Katholiken, dass sie ihm noch ein bisschen Geld geben. Er schafft auch gratis.
Er schafft auch gratis. Ich weiß nicht nur für die Reformierten, das weiß ich auch nicht, aber er schafft auch gratis. Also müssen wir ihn trotzdem das Kessel beim Antonius nicht abmontieren, gell? Er ist übrigens gerade dort hinten, wie sie von dir. Das ist der Antonius. Ja, unsere Kirchen sind leer geworden. Nicht nur während der Corona-Zeit, sondern auch sonst, das wissen wir überall. Ich weiß nicht, ob Sie das mitbekommen, allein in Köln sind über die letzten Tage 9000 Menschen aus den Kirchen ausgetreten. So die Deutungshoheit über das Religiöse haben sie verloren. Wir haben vorher darüber geredet, du merkst in Zürich ähnliche Tendenzen. Und doch sind die Kirchen immer noch Ort, wo Menschen aufsuchen und wo anscheinend Menschen sich im Göttlichen näher fühlen. Geht dir das auch so? Also es sind zwei verschiedene Themen, die du ansprichst. Das eine sind die leeren Kirchen. Es ist bei den Reformierten, muss ich sagen, schlimmer als bei den Katholiken. Ich glaube, dass die Kirche mehr Kollaborationen machen sollte. Mit dem Sport, mit der Kultur, mit der Wirtschaft, mit der Politik, glaubt ich, oder? Ein Beispiel jetzt, das ich kenne aus der Kultur, ein Künstlerpaar, Steiner Lenzlinger heissen die, die haben einen hängenden Garten gemacht in einer Kirche. Also die haben einen Garten von der Decke oben runter hängen lassen. Das war irrsinnig gewesen. Und ich glaube, dass so, ich sage jetzt über Kunst oder über den Sport oder über eben verschiedene andere Sparten, die Leute sich wieder mehr würden interessieren für Kirchenräume oder für Kirchen. Also du sagst, dass eigentlich eben Kultur und Kunst von Menschen genährt wird, die auch über das Konventionelle ja ein Stück rausgehen, was Kirche ja auch versucht. Also ich würde nicht sagen, nach den Sternen greifen, aber zumindest andere Dimensionen von unserem menschlichen Leben thematisieren und dass da Schneidflächen oder Parallelen gibt. Ja, absolut. Ich kann ein Beispiel sagen, zum Beispiel in Zürich. Oder? In Zürich sind Badene, wir haben sehr viele schöne Badene, aber da hat die Stadt Zürich bis zu 12 Franken pro Eintritt müssen draufzahlen, Subventionen. Und irgendwann ist man mal auf die Idee gekommen, man kann zu Abend, wenn die Bade zugeht, kann man dort noch Restaurantbetrieb machen. Und der Restaurantbetrieb stört den Badebetrieb am Tag überhaupt nicht. Und das meine ich natürlich schon auch mit der Kirche. Also das Wichtigste, was die Kirche transportieren soll, soll nicht gestört werden, aber man soll, oder man könnte, oder, durch andere Gestaltungen jetzt, oder, glaube ich, noch zusätzlich Leute in die Kirche hineinbringen. Eben, wie ich auch gesagt habe, ich bin der Meinung, dass ein Pfarrer oder die Gottesdienst im weitesten Sinne zur Unterhaltungsbranche gehört. Und je besser man die gestaltet, oder, je mehr man die Leute packen kann, umso mehr kommen die Leute wieder. Das ist ganz einfach. Ich weiß nicht, ob Sie euch schon mal gesagt haben, es gibt ein Buch von einem deutschen Kommunikationsmensch und Theologen, Seelsorger. Und er hat den provokativen Titel gewählt für sein Buch. Das ist eine Kritik an der kirchlichen Sprache und an genau dem, was du sagst, dass die Kirche in einem Ghetto, in einer Welt sich befindet, wo heute niemand mehr erreicht aus dem Alltag. Und der Titel lautet: Die Kirche verreckt an ihrer Sprache. Die Kirche verreckt an ihrer Sprache. Kein schönes Wort, aber trifft es mal auf den Punkt, dass dort, wo die Kirche, so wie ich die verstand, die Kirche in ihrer eigenen Welt lebt, dass sie Mühe hat, Menschen zu erreichen oder sie eben gar nicht mehr erreicht. Du hast neben der klassischen Kirche auch noch einen anderen Ort, einen besonderen Ort, wo du dich der, ich sage jetzt, Komplexität von Göttlichen besonders näher fühlst. Es ist die Emma Kunz Grotte, wo das Bild da projiziert wird, in Würelos. Die Emma Kunz, und das gibt dann gerade auch wieder so ein bisschen den linken Appenzellerland, ist eine Künstlerin gewesen, eine Naturheilerin. Ihr wird jetzt in Appenzell gerade auch eine Ausstellung, glaube ich, gewidmet. Sie hat im Aargau gewirkt und ab 1951 hat sie hier in der Nähe gelebt, im Hinterland, in Waldstadt. Und so lässt man über sie, sie hat sich im Göttlichen, in der Schöpfung, besonders nachgefühlt, wo man die Schöpfungstheologie, die wir heute gang und gäbe immer wieder nennen, gar noch nicht so gelebt worden ist. Und als Heilpraktikerin, darum ist sie auch im Appenzellerland gewesen, hat sie vor allem auf die energetischen und geistigen Kräfte vertraut und hat auch mit ihren Heiligen und Prophezeiungen auf Aufsehen gesorgt.
Ihre Forschungen über die göttlichen Kräfte in der Schöpfung haben sich dann auch irgendwie ausgedrückt mit so Millimeterzeichnungen, so ganz exakte Formen, wo sie das weitergegeben hat. Wir schauen jetzt kurz in die Aufzeichnung vom Reporter rein. Schau jetzt, der Wahn, ne? Wahnsinn, hä? Ja. Spürst du auch etwas? Es ist einfach schön. Ja. Vielleicht bin ich nicht so empfänglich. Wieso ist der Ort für dich jetzt speziell? Nein, schau, es ist jetzt natürlich schwierig, an so einen Ort, wo man allein geht, dass man wirklich etwas spürt und man muss sich vorbereiten gehen und so. Aber was ist denn das, was du spürst? Weißt, ist das Gott oder ist das Natur oder was ist das? Es ist eine Kraft. Es ist eine Kraft. Es ist so ein ganzes feines Kribbeln, das da so unten raufkommt und es geht einem einfach gut. Also mir ist wohl jetzt. Okay. Aber weißt, wie hast denn du mit dem Glauben? Also sagst du, ich bin gläubig, ich bin ein spiritueller Mensch? Also ich sage mal, ich möchte glauben. Ich möchte gerne glauben, dass außerhalb von uns noch etwas anderes ist. Ja, du möchtest, aber du schaffst es nicht, oder? Ich schaffe immer wieder daran, dass ich den Glauben an das nicht verliere. Du möchtest gern glauben, dass außerhalb von uns Menschen noch etwas anderes wirkt und möchtest den Glauben nicht verlieren. Du suchst also Gott. Ist dein Leben ein Ausdruck von deiner Gottsuche? Ja, das kann man glaube ich so sagen. Ich probiere da ein bisschen auszuholen. Ich bin von der Zeitung Reformiert bin ich einmal angefragt worden, ob ich möchte regelmäßige Kolumnen schreiben. Und da habe ich gesagt, ja, das ist sehr schwierig. Humor und Religion, das bringe ich glaube ich nicht an. Ich habe aber mit dem Chefredakteur von dieser Zeitung bin ich einen Kaffee trinken und dann hat er mich gefragt, ob ich sonst etwas machen würde für seine Zeitung. Und da habe ich gesagt, ja, ich würde sehr gerne die Pfarrer mal fragen, wie man Wasser in Wein verwandelt oder wie man über das Wasser läuft. Und dann hat der Chefredakteur gesagt, los, du bist gerade engagiert. Das sind gerade die Sachen, die wir eben nicht dürfen oder nicht können oder uns nicht getrauen zu fragen. Und nachher habe ich dann 18 Monate lang, immer einmal im Monat, habe ich einen Pfarrer getroffen und habe mit dem sehr gute Gespräche gehabt. Es haben sich sogar Freundschaften gebildet. Und der ein oder andere Pfarrer hat dann gesagt, möchtest du nicht mal zu mir auf die Kanzel rauf eine Predigt halten? Und dann hat es mich natürlich interessiert, wie funktioniert eine Predigt? Eine Predigt hat auch eine Struktur und eine Botschaft und wie viel Humor mag eine Predigt vertragen und all diese Sachen. Und dann habe ich eine Predigt geschrieben, wo es darum gegangen ist, wo ich die Frage wollte beantworten, wer ist Gott? Und das ist eine sehr schwierige Frage. Ich sage es vielleicht so, also was ich in meiner Recherche dort oder auch bei den Gesprächen mit dem Pfarrer gelernt habe, ist, dass der Mensch ein Abbild von Gott ist, dass es ein lebendiger Gott ist. Und neulich habe ich auch gelesen, dass wir der Tempel sind, wo Gott drin wohnt. Also es schließt sich daraus, oder, dass das Göttliche in uns Menschen drin ist. Dass wir etwas Göttliches in uns drin haben. Und wenn du mich fragst, wenn ich auf der Suche bin nach Gott, dann hat das zu tun, also mit den Begegnungen mit Menschen, die ich habe, glaube ich, dass man das Göttliche findet. Sag es mal so. Hast du das Göttliche auch schon gespürt, die solchen Begegnungen, wo du gespürt hast, da ist, hat sich etwas verändert oder da trifft es mich irgendwo anders? Also Begegnungen, die du erlebt hast, die für dich tiefer gegangen sind, wo du gemerkt hast, da geht ein bisschen Himmel auf. Ja, absolut. Also das ist ja das Schwierige. Gott ist definitionsscheuch. Er entzieht sich manchmal total an einem Wunsch und manchmal ist er überschwänglich. Also das ist schwierig zu erklären. Ich glaube, also ich gehöre jetzt nicht zu denen, die beten um Wunder.
grosse Wunder. Also das habe ich vielleicht dort mal gemacht, wenn meine Mutter schwer krank war und es hat keine andere Lösung mehr gegeben von der Medizin her. Aber ich glaube, es ist mehr jeweils, wo man darum bittet, dass man Kraft hat, gewisse Sachen auszuhalten. Und dort erlebe ich schon immer wieder Wunder, gerade jetzt in dieser Pandemiezeit. Das ist, das kann man sich oftmals nicht vorstellen, was ein Künstler jetzt muss durchmachen muss. Ich war einmal in einer Radiosendung, wo auch verschiedene Prominente da waren. Und dann war der Mauro Duena ist auch dort ein Gast gewesen. Er ist ein Zürcher Nationalrat, vertritt die SVP. Und er hat dort, das war genau der Zeitpunkt, wo Jacqueline Fehr, der Künstler, hat einen Minimallohn von 3'000 Franken sprechen. Und dann hat Duena dort gesagt, und er hat das nicht als Witz gesagt, er hat gesagt, ja, jetzt können wir dafür auf den Rücken liegen und an die Decke schauen, auch noch Geld über. Und ich bin dort heim und habe gedacht, ja, das ist wahrscheinlich nicht einmal eine Einzelmeinung. Also der ist Nationalrat und der wird gewählt von vielen Leuten. Und das ist natürlich, eben, ich sage, wir sind auf der anderen Seite, wir müssen so Sachen aushalten. Wenn wir bei dem sind, bei dem Aushalten, wie gehst du, wenn du so in die Welt schaust? Also die Pandemie ist das eine, aber meine, du bist ja nicht blind und siehst, was in der Welt läuft. Wie gehst du mit dem Leid um in Bezug zur Religion? Kannst du das irgendwo einordnen? Ja, eben das ist das, was ich vorher gesagt habe. Dass, also jede Begegnung mit Menschen ist für mich eine Keimzelle zur Inspiration. Es ist, sobald man sich anfängt für die Menschen interessiert, gehen neue Türen auf, hinten dran. Und das hat bei mir schon sehr viel auch mit Religion zu tun. Wir haben vorhin im Bibeltext gehört, selig oder glücklich sind die, die eigentlich ohne Türen müssen im Leben. Wie deutest du das für dich? Also, wenn Jesus sagt, glücklich sind die, gemieden werden oder wo man darüber lacht, ihnen gehört das Himmelreich. Wie deutest du das für dich? Also, jetzt komme ich nicht ganz raus bei der Frage, also geht es ums Leid? Oder? Also, nein, ja, ein Stück natürlich auch. Jesus bringt in dem Bibeltext eigentlich leidvolle Situationen. Menschen, die keine Ahnung haben, Menschen, die ausgebotet werden, ausgrenzt werden, sie haben trotzdem eine Spur, oder die in der Armut leben, sie sollen sich trotzdem ein Stück Glück, also sie sollen sich selig schätzen, denn bei Gott haben sie einen besonderen Platz. Wie deutest du das? Ist das Ironie? Ist das eigentlich etwas, was man nicht darf sagen? Oder kannst du da etwas abgewöhnen, dass wenn jemand im Leid ist, dass er trotzdem noch Hoffnung haben kann? Ja, das glaube ich. Also das ist eine individuelle Angelegenheit. Also wie viel Platz ist man bereit zu geben am Göttlichen in sich drin? Und ich glaube, je mehr Platz, dass man dem gibt, umso mehr Hoffnungen und Trost findet man. Das kennst du auch aus deinem persönlichen Leben, dass du eigentlich, wenn du an deine Schicksalsschläge dir überleihst, dass du dort Kraft bekommen hast. Ja, man darf natürlich dann alles sagen, alles ist dann gleich auch nicht Gott. Man muss doch noch sehr viel selber machen, oder? Und man ist auch immer, also die Sachen, die ich mache, ob das Komödien sind auf der Bühne oder wenn man probiert, Film zu machen und, das kann ich nie allein. Man ist immer mit anderen Menschen zusammen. Man ist immer ein Teil von einer Gemeinschaft. Und dort spürt man das schon. Also ich sage immer, also mein Geheimnis ist, wenn ich muss eine Gruppe zusammenstellen, ob das jetzt eine Theatergruppe ist oder ob es Leute für einen Film ist. Ich habe das gelernt vom Fußball. Es ist die Fußballmannschaft, die die besten Spieler hat, ist nicht unbedingt die beste Mannschaft. Man muss die Leute zusammenstellen, die am besten zueinander passen, die sich am besten miteinander ergänzen. Und dort, also, dort schöpfe ich dann schon wieder Kraft, wenn das aufgeht. Schönes Bild. Sehr schönes Bild. Weißt du denn für dich so das Allerwesentlichste im Leben, wenn jetzt du könntest so ein paar Standards nennen, wo für dich, wo du denkst, so wird die Welt besser funktionieren, was sind so für dich so die einstelligen Werte, quasi dein Credo für eine bessere Welt? Ja, sicher das Verzeihen können und auch von den Eitelkeiten wegkommen. Eitelkeiten zerstören unglaublich viel. Ja.
Du bist 60 geworden in dieser Woche, ich glaube am Mittwoch oder am Mittwoch, gell? Hat sich der Blick aufs Leben im Älterwerden für dich nochmal verändert? Also der Blick im wahrsten Sinne des Wortes, ja, ich sehe nicht mehr so gut. Oder aha, das hat Blick. Aber was die Veränderungen betrifft, oder den Blick, also wenn man einen guten Roman liest oder eine Komödie schaut oder einen Krimi schaut, ist ja immer die Hauptfigur, wenn sie gut geschrieben ist, macht eine Veränderung durch. Eine innere Veränderung und eine äußere Veränderung. Das heisst, die Hauptfigur ist am Schluss nicht mehr die gleiche, wie sie am Anfang war. Sie hat etwas gelernt. Und das passiert nicht am Tag, wo man 60 wird. Das ist etwas, was kontinuierlich passiert. Und da hoffe ich, dass ich diese Veränderungen durchmache. Und auf gewisse Sachen habe ich ganz klar einen anderen Blick heute, wie als 20-Jähriger. Als 20-Jähriger, einfach jetzt gesagt, bin ich von der Polizei noch fortgerannt. Und heute bin ich froh, gibt es Polizisten und mache den Job, den ich Angst hätte davor. Du hast vorhin gesagt, du predigst gerne, also du predigst, hast schon predigt, dann wärst du bereit. Ich finde, also ihr merkt es im Gespräch, wie du einen Blick in das Leben hast, den ich hochspannend finde, wo ich merke, da hat ganz viel mit dem Prozess zu tun, wo viele Menschen dran sind. Darf ich dich nächstes Jahr mal einladen zum Predigen? Ja, sehr gern. Ich habe, also wie gesagt, ich habe eine Hammer-Predigt geschrieben. Also da wirst du beeindruckt sein. Du wirst nachher sogar abschreiben von dieser Predigt. Die ist mir so glückt. Gut. Also ich werde das machen. Ich werde das machen an einem besonderen Tag von unserer Pfarrei. Wir haben ein Kirchenfest. Johannes der Täufer. Da wäre eine Gelegenheit, die Nächsten einzuladen. Das wäre der nächste Sommer. In der Hoffnung, dass dann die Pandemie und alles durch ist. Ja, versprochen, komm. Gut. Ist noch nicht fertig. Ist noch nicht fertig. Ganz kurz, bist wirklich bald entlassen, aber ich habe noch eine Frage. Wir feiern Muttertag. Also übrigens allen denen, die jetzt vom Brönsch weg sind, hier in die Kirche gestürmt sind, um uns im Gespräch mitzuverfolgen und zu erleben. Ganz herzlichen Dank. Ist nicht selbstverständlich, vor allem an dem wunderschönen, einzigen, schönen Sonntag weit und breit. Trotzdem möchte ich dich noch gerne fragen, was zeichnet für dich so einen mütterlichen Mensch aus? Ein mütterlicher Mensch. Ich bin immer noch ein Tag im Jahr bin ich Dozent an einer Schauspielschule und dort lehre ich die Schüler, dass man nicht allgemein sein soll, sondern dass man ganz genau sein soll. Und jetzt eine städtische Mutter in einem urbanen Leben ist ganz eine andere Mutter wie auf dem Land zum Beispiel. Oder eine alleinerziehende Mutter ist ganz eine andere Mutter wie eine Mutter, die in einer Stabilität drin lebt. Darum kann man das nicht einfach so beantworten. Da muss man ganz genau wissen, was für eine Mutter, oder? Dass sie eine gute Mutter ist. Eine Mutter von da kann in Zürich ganz eine schlechte Mutter sein, oder? Und umgekehrt. Ich glaube, einfach mal grundsätzlich hat die Mutter Verantwortung über das Kind. Das ist mal sicher der Fall. Und dass die Mutter schaut und das fördert, was das Kind will machen und nicht das, was sie gerne möchte, dass das Kind wird. So mal einfach gesagt. Aber ich bin keine Mutter, also ich kann das nicht richtig beantworten. Aber hast du auch mütterliche Züge? Wahrscheinlich ja, mehr als männliche. Ja. Willkommen im Club, kommt man auch so. Ich darf da glaube ich, sagen, ich habe vorher gefragt, ich darf das sagen, du bist mit der Frau Fischer verheiratet, seit gut 10 Jahren. Ich habe gehört, du bist mit deiner Frau immer noch per Sie, ist das richtig so? Ja, wir überlegen jetzt langsam Duzis zu machen. Aber das Verrückte beim Duzis ist, man kann es nachher fast nicht mehr retour machen. Wie ist es genau. Wie siehst du jetzt ein Jahr lang nicht mehr, gell? Aber Frau Fischer, wärst du auch nicht bei dir gesehen. Genau. Trotzdem, Frau Fischer ist auch Frau. Ich tue den Muttertag nicht nur aufs Geschlecht Frau, gleich Mutter, sondern eben für mich der Tag der mütterlichen Menschen. Ich möchte gerne etwas Kleines mitgeben, weil ich die mütterlichen Züge, rein zum Gespräch schon, bei dir fest rausgespürt, ob du denn das deiner Frau Fischer gehst oder für dich behaltest, das habe ich auf jeden Fall dahingestellt, das möchte ich dir überlassen. Aber ich möchte mit dem ganz herzlich danken sagen, dass du am Muttertag oder am Tag der mütterlichen Menschen als Mann und Beat Schlatter hier bei uns gewesen bist und dich diese Frage gestellt hast. Ganz, ganz herzlichen Dank, liebe Beat. Danke für die Einladung. Vielen Dank.
Evangelium. Danke. Zu den Fürbitten, die wir gerne möchten, da mal wie still beten, möchten wir Sie alle gerne einladen, dass Sie mit Ihren Gedanken, mit Ihren eigenen Bitten, sei es zum heiligen Antonius oder zu Gott, es ist letztendlich, kommt das nicht drauf an, möchten wir Sie gerne einladen, dass Sie mit Ihren Gedanken eine Kerze dahin holen, die parat ist, über den Seitengang hintergehen und über den Mittelgang führen kommen und da vorne auf die Treppe legen, auf die Absätze, wo das Tuch drüber ist. Wir möchten quasi unsere ureigenen Anliegen, Wünsche und Sehnsüchte und Gebet für unsere Mitmenschen dafür tragen. Die Musik wird spielen, nochmal über den Seitengang hinteren und über den Mittelgang führen. Die Menschen, die hier im Saal sind, sind auch eingeladen, hier in die Kirche zu kommen, über den Hauptgang und das ebenfalls so zu machen. Thank you.
Jesus Christus. Zu dir bringen wir unsere Sehnsucht, Bitte, Menschen, mit denen wir verbunden sind, unsere Anliegen, unsere Nöte. Jede Kerze bringt dir quasi entgegen, was wir in Wort gar nicht fassen können. Wir vertrauen dir, dass du mehr kannst bewirken kannst als die Welt. Wir vertrauen dir auch, dass du auf unsere Kräfte baust und das weiterspinnst und weiterdrehst, was wir im Guten anfangen. Wir möchten gern glauben. Immer wieder und trotzdem fällt es uns einfach schwer, weil wir Menschen von dieser Welt sind. Lass uns das Vertrauen zu dir wachsen und lass uns lernen, immer wieder loszulassen. Denn wer loslässt, wird irgendwann auch überkommen von dir. Das bitten wir dich heute und alle Tage bis in Ewigkeit. Amen. Wir alle sind jetzt eingeladen zum Abendmahl, zur Heiligen Kommunion. Wir werden jetzt übertragen vom Tabernakel, uns einstimmen mit einem Gebet. Und ich sage bewusst, dass Sie alle eingeladen sind, auch evangelische Mitchristen, die offen sind für die Kommunion. Wir laufen dann nachher durch die Bänke, Sie müssen also nicht führen kommen, sondern wir laufen durch die Bänke. Wir bitten Sie dann einfach, dass Sie die Hände offen behalten, wenn Sie gerne möchten kommunizieren, und ich lege Ihnen das Brot auf die Hand. Jesus Christus, du kennst uns und schaust auch hinter unsere Menschenmasken, die wir oft im Alltag tragen. Dir müssen wir nichts vorspielen. So sind wir da mit dem, was wir sind. Und du nimmst uns an wie ein Freund. Wir danken dir, dass du an unserer Seite bist und bitten um die Kraft, die wir brauchen, um in dieser manchmal so schwierigen Welt zu leben oder gar zu überleben. Wir bitten dich, dass wir ein kleines Stück Freude und Glück bringen, wo sich Menschen traurig oder einsam fühlen. Leichtigkeit, wo Menschen belastet sind durch schwierige Ereignisse. Und Vertrauen, wo durch Verletzung Misstrauen herrscht. Du rufst uns, dass wir die Welt gestalten. In aller Ernsthaftigkeit, die das Leben hat verlangt, schenke uns selbst auch Gelassenheit mit dem eigenen Leben. Wir glauben an dich und dass die Welt mehr ist, als wir sehen. Deshalb teilen wir das heilige Brot, das für uns geweiht wurde, um uns Nahrung zu geben, damit wir deine Welt bebauen im Guten und Lichtvollen. So tragen wir dich in unsere Mitte und singen dir unser Lied. Jesus Christus, unser Bruder und Herr, gegenwärtig bist du unter uns. Du bist das Brot des Lebens, das Brot, das unser Herz und unsere Seele stärkt. In dir macht Gott seine Liebe mitten unter uns sichtbar.
und du stehst auf der Seite der Armen, der Kranken, der Ausgestoßenen, der Sünder. An keiner Not gehst du vorüber. Öffne unsere Sinne, damit wir dich sehen. In den Tränen der Traurigen, in der Schönheit der Natur, auch im Ringen der Menschen nach Frieden, im Glück und im Lachen. Alles ist Leben und alles ist in dir geborgen. Dein göttlicher Funke wirkt in uns. Leib Christi für uns geschenkt. Denn durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir Gott, allmächtiger Vater, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. So lade ich Sie alle ein zum Bett des Vater Unser oder Unser Vater. Vater Unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Das Erste, was Jesus Christus nach der Auferstehung gemacht hat, als er zu den Jüngern ist, hat ihnen den Frieden gewünscht. Es ist kein Frieden, den man mit einem Vertrag irgendwie festmachen kann, sondern es ist ein Frieden, der im tiefsten Herz von uns selber entsteht. Der Beat Schlatter hat es vorhin gesagt, ich glaube, Missgunst und Egoismus sind ganz schwierige Seiten von uns Menschen. Dort ist Frieden nicht möglich, wo da vorherrscht. Der Frieden für die Welt fängt mit der Zufriedenheit, mit dem eigenen Leben an. Und der Friede Jesu Christi in und um uns sei alle Zeit mit euch. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, gib uns deinen Frieden. Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Seht das Brot des Lebens, das wir werden zur Nahrung füreinander. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Und Christus spricht: Kommt alle zu mir, die ihr müde und beladen seid, ich möchte euch das Leben schenken. Der Leib Christi.
geheimnisvoller und ewiger Gott, wir danken dir für die Begegnung im Wort, im Dialog, in der Musik, im Gesang, im Dasein an dem wunderschönen Sonntagmorgen. Und wir danken dir für deine Kraft, die du uns gibst mit dem Brot vom Leben, Nahrung fürs Herz und unsere Seele. Und wir bitten dich, lass aus dem Gottesdienst uns rausgehen mit Hoffnung und Zuversicht, wo wir voneinander haben hören und lernen können, dass das Leben eben vielleicht mehr ist als das, was ich gerade sehe und wahrnehme, dass meine Sorgen und Probleme nicht die einzigen sind, dass wir alle Menschen sind unterwegs durch die Welt und Zeit. Gib uns Kraft und Zuversicht, unser Leben von Neuem zu bejahen und das zu ändern, was wir ändern können und dort auf dich zu bauen, wo wir eben das Leben nicht in den Händen haben. Dafür danken wir dir und loben dich heute und alle Tage von unserem Leben. Amen. Wo Menschen sich vergessen und Wege verlassen und neu beginnen, ganz neu, da berühren sich Himmel und Erde. Ich lade sie ein zum Schlusslied. Noch zwei, drei Mitteilungen. Die Kollekte vom heutigen Gottesdienst nehmen wir schweizweit auf für Profilia Mütter in Not. Es gibt immer wieder Frauen, die Mutter werden und auch vor Problemen oder vor einem Berg stehen, wo sie vielleicht fast nicht überwinden können, weil sie finanziell knapp dran sind oder die Umstände schwierig sind, in denen das Kind hineingeboren wird. Dass man nicht muss zu einem ultimativen Mittel greifen muss, wie eben ein Kind wegmachen oder was auch immer. Dafür steht Profilia ein und versucht einen Weg zu finden mit werdenden Müttern. Es ist eine Aktion vom Schweizerischen Frauenbund und ich möchte Ihnen ganz herzlich danken für Ihre Solidarität mit den werdenden Müttern, die es nicht so einfach haben, dass man sie unterstützen können. Gottesdienste unter der Woche sind wie gewohnt. Am Mittwoch, am Vorabend zum Christi-Himmelfahrtstag,
laden wir ein am 6. zum Gottesdienst nach Bühler. Und am Auffahrtstag selber ist regional der Gottesdienst in der Kirche in Geiss. Eure Stiefier in der Kirche in Geiss zu Christi Himmelfahrt am Donnerstag, 13. Mai. Da selber findet dann kein Gottesdienst statt. Wir haben nachher eigentlich hätten wir einladen zum Aperitif mit dem Bert Schlatter. Da ist uns wert, das geht leider nicht. Aber ich weiss, dass der Hirscher nebenzu den Balkon, der Terrasse aufgemacht hat. Wenn Sie noch möchten, zusammen sein zu einem Gläschen Wein, dann wäre es also in der Umgebung gerade möglich oder sonst in einem Restaurant von Ihrer Wahl. Nützen Sie doch die Gelegenheit, um noch ein bisschen zusammen zu sein in der Gruppe, wo Sie gerne möchten. Der Hirscher hat also offen, wenn Sie noch Zeit haben. Ich möchte zum Schluss ganz herzlich Danke sagen. Zuallererst mal der Musik für das wunderbare Spiel. Alessandro und Markus, ganz herzlichen Dank einmal mehr für das Umrahmen von dem besonderen Gottesdienst. Und einen ganz grossen Dank Gott zu dir, Beat, für deine Ehrlichkeit, deine Offenheit. Du hast da gestern schon geschrieben, wo wir das erste Mal Kontakt hatten. Du bist nicht nur auf der Bühne, spielst du eine Rolle, sondern du bist wirklich so, wie man dich auch wahrnimmt. Und da, du bist so greifbar und so ehrlich. Und ich möchte dir ganz herzlich Danke sagen für dein Kommen an dem, ja, ist ja auch ein außerordentlicher Tag, der Muttertag, und dass du dich eingelassen hast auf das Gespräch. Die Einladung gilt nächstes Jahr, gell? Bin gespannt auf dein Predigtwort, genau. Und dass du jetzt, du bist 60 geworden, und haben wir uns überlegt, das gebe ich dir mit. Ich möchte dir etwas mitgeben, du hast vorhin gesagt, vom Biberfladen, das Schauspiel respektive da, das Ensemble Biberfladen, das du mitgemacht hast. Es ist ja den Biberfladen, aber es sind 60 Biberfledeli, die ich dir jetzt mitgebe. Eine kleine Appenzeller-Spezialität. 60 kleine Biberli vom Bischofberger und eine Flasche Appenzeller, weil die Kaiben vielleicht manchmal so trocken sind, dass man sie eben noch ein bisschen anspülen muss. Auf jeden Fall. Ganz herzlichen Dank, liebe Beat. Der Beat Schlatter sammelt Ansichtskarten und draussen auf dem Tisch, bei dem Marianne Krummenacher gestanden ist, ist eine Ansichtskarte, adressiert an Beat Schlatter aus dem Appenzellerland. Und wir schenken oder schicken doch ihm noch einen Gruß heim, die hat er den Morgen oder übermorgen in der Post. Dann doch alle noch unterschreiben auf dieser Karte. Die geht dann in seine Sammlung. Die liegt draussen auf dem Tisch mit einem Stift, da könnt ihr einfach dort drauf unterschreiben. So darf ich jetzt noch um Gottes Segen bitten. Der Herr sei mit euch. Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn, der Himmel und Erde erschaffen hat. Lasset uns beten. Gott, wir bitten dich, steh uns bei und sorge dafür, dass die Natur in diesen Zeiten geschützt ist. Der Gott, der allmächtige Vater, segne euch und schenke euch gedeihliches Wetter. Erhalte Blitz, Hagel und jedes Unheil von euch fern. Er segne die Felder, die Gärten und den Wald und schenke euch die Früchte der Erde. Er begleite eure Arbeit, damit ihr in Dankbarkeit und Freude gebrauchet, was durch die Kräfte der Natur und die Arbeit des Menschen gewachsen sind. Und das gewähre euch auf die Fürsprache aller Heiligen, besonders des heiligen Antonius, der dreieinige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Wenn es Ihnen gefallen hat, können Sie gerne am Schluss unserer Musik einen Applaus geben. Wir wünschen Ihnen von Herzen einen guten, gesegneten Sonntag. Gehen wir hin, bringen Freude, Hoffnung und Zuversicht. Dank sei Gott, dem Herrn.